Am Dienstagnachmittag ist die Einsteinstraße in Hoyerswerda wieder komplett für den Verkehr freigegeben worden. Rund 1,3 Millionen Euro wurden in den grundhaften Ausbau investiert, der rund ein Jahr gedauert hat. Neben neuem Asphalt und Fußwegen wurden auch zwei Mittelinseln zum Überqueren errichtet. Immerhin sind hier jetzt 50 km/h statt der bisher 30 km/h erlaubt. Im Frühjahr soll es hier übrigens besonders schön aussehen. Dafür wurden hunderte Wildkrokusse und Narzissen in die Erde gebracht. Auch neue Bäume als Ersatz für die gefällten wurden gepflanzt.